Hallo und willkommen zurück zu X3 Reunion. Wir sind hier im Sektor Splitfeuer und wir haben uns gedacht, dass wir hier auf Piratenjagd gehen. Ich gehe mal auf die Karte und da können wir leider nicht reinschauen, aber wir haben hier Raketen aufgesammelt, die wir hier von Piratenschiffen erbeutet haben. Und wir haben jetzt draußen ein paar Piratenschiffe, denen wir uns mal nähern wollen. Eins davon ist eine Argon. Na, was, eine Argonova? Nein, doch, eine von denen war eine Argonova. In Richtung Norden wollten wir fliegen. Da sind wir ihr zuletzt begegnet und wir haben da gesehen, da waren drei Schiffe. Eins von denen war die besagte Nova. Und zwei davon waren Begleitschiffe. Das waren, ja, einfachere Schiffe. Man sieht sie jetzt da oben gerade kommen. So, Pirat Falke und Pirat Harrier. Und wir schnappen uns Pirat jetzt Nova. mal direkt die Nova. Nähern uns der mal. Vielleicht müssen wir. Ja, wir müssen nicht an dem Asteroiden vorbeifliegen. So, ich werde dich mal anrufen. Ich habe nicht. Sie machen sicher ein Gut. Moskito installiert. Ja. Ein paar Raketen laden hier. Und hoch, hoch, Ziel ist hoch. nun in Feuerreichweite. Für das Königreich. Jo, das sieht gut aus. Für die Nova. Naja. Libelle installiert. Naja, gut, das wird nix. Ich gebe auf. Nehmen Sie mein Schiff und meine Fracht, aber lassen Sie mich am Leben. Oha. No Pirat, Harrier. Navigat Pirat, Paranit, Biotransport, Demeter, Superfrachter. Da hat er uns hier Pirat, gerade Harrier, tatsächlich Angreifer. sein Schiff Ah! überlassen. Schilde, Raumfliegen. Ein. Okay. Also, wir haben sie gehabt, die Nova, aber leider wurden wir zerstört. Nochmal laden. Vielleicht schaffen wir es diesmal. Also, das ist eine ganz knappe Kiste da. Und ich glaube, wir können es hinkriegen. Wir probieren es auf jeden Fall. Also, das ist ein. Ja, das ist auf jeden Fall den ein oder anderen Ladeversuch wert. Wenn wir die Nova kriegen könnten, da hätten wir einen richtig großen Fisch gefangen. Norden, da hinten ist Norden. So, dann geben wir mal Gas. Wir gehen schon mal auf die Karte. Das wäre richtig gut. So, die Nova. Pirat Nova. Warten wir mal einen Moment. Könnte sein, dass sie sich trennen, die Schiffe, oder war das dann doch nicht so? Okay, gut. Nova ist anvisiert und wir fliegen in die Richtung. Wenn wir die von hinten anfliegen könnten, wäre es natürlich noch am allerbesten. Wenn die sich da nicht drehen würden. Aber ja, jetzt fliegen die auf uns zu. Moskito installiert. So. Schön seitlich Ziel fliegen. ist nun in Feuerreichweite. Für das König. Libelle installiert. Müssen wir mal ein bisschen abbiegen hier. Ah, die werden auf Transporter jeden Fall zerstört. auch. Ja, gut, jetzt Fünf ist Megajoule-Schild sowieso beschädigt. wieder vorbei mit uns. Ja, da ist es geschehen. Probieren wir es nochmal. Fortsetzen. Nicht aus Versehen auf neues Spiel klicken, das wäre fatal. Was machen wir denn da? Wie gehen wir das an? Schießen wir erst Raketen auf sie? Oder lassen wir es sein. Das war knapp, gerade fast in die Station reingeflogen. Ich wollte es jetzt gerade mal wissen. Ich würde dann mal direkt losfliegen. So, ja, wir könnten natürlich auch mal die Nova verfolgen. Also die wollen ja irgendwo hin. Und bleiben einfach mal stehen. Lassen den Sinn zerlaufen und schauen mal, wo die hinfliegen.
Wäre ja nicht verkehrt. Ja, wie es aussieht, wollen die Richtung Osten. Richtung Osttor da oben. Geben wir mal etwas Gas. So, da fliegen die schon mal direkt einen andere Flieger an. Ah, okay, wie es aussieht, bleiben die da in der Mitte. Ich hoffe mal, die suchen sich mich nicht als Ziel raus. Offenbar will die auch gerne angreifen. Komisch. Die scheinen sich auch keine Frachtschiffe rauszusuchen. Irgendwie will die auch wohl keine angreifen. Ah. Nö, scheinbar nicht. Okay, dann würde ich sagen, fliegen wir Richtung Norden und probieren das Ganze nochmal. Kann ja nur schief gehen, ne? Pirat Falk. Wow. Okay. Pirat Nova, die war da oben. Pirat Nova. Also, da würde ich sagen. Ah, komm, Pirat Harrier. probieren wir es erstmal hier mit denen. Versuchen wir erstmal die hier alle zu machen. Vielleicht kriegen wir ja dann noch die anderen Piratenschiffe. So, die haben gemerkt, dass wir denen hinterher sind, dass wir die auf dem Kieker haben. Ziel ist nun in Fliege Feuerreichweite. seitlich. Wow. Handelscomputererweiterung zerstört. Da hatte einer eine ziemlich heftige Waffe, mit der meine Schilde runter Warnung. geschossen wurden. Energielevel niedrig. Ja, seht ihr da, das ist so eine Waffe, mit der man die Schilde sehr schnell runterbringt. Boosterweiterung zerstört. Na super, damit lohnt sich das schon mal nicht mehr. Dafür wirst du nun büßen. Ich flieg mal in das Schiff rein. Ah, das bringt's nicht. Also so viel kann das Schiff gar nicht mehr wert sein, was da vorne fliegt. Wobei eine Boosterweiterung ist ja jetzt auch nicht das Wertvollste. Schauen wir mal. Vielleicht gibt er ja auf. Ansonsten laden wir gleich einfach nochmal. Tja, der gibt nicht auf. Ist aber so. Kannst gerne aussteigen. Na gut, okay. Squash-Mine. Laden wir das Spiel nochmal. Gar nicht so einfach. So, dann machen wir jetzt den letzten Versuch. Ich weiß es nicht. Ich kann mich bei diesen Piratenüberfällen nicht so wirklich entscheiden. Also wenn ich jetzt ohne Kamera spielen würde, würde ich so oft laden, bis ich mir hier unten da, bis ich die Piratenschiffe besorgt habe, bis ich die alle habe. Oder bis ich zumindest die Nova erobert habe. Und alles andere ist mir dann egal. So, wer war denn noch so ein heftiger Angreifer? War es der Harrier? Oder war es der Falke? Oh, der Falke, der ist heftig. Greifen wir vielleicht erstmal den Pirat, Falken an. Falke. Probieren wir das mal so. Moskito installiert. Libelle, Hummel installiert. Hurricane installiert. Weiß nicht, ob das übertrieben ist, aber schauen wir mal. Dicke Raketen Moskito einsetzen. installiert. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Jetzt schlage ich zurück. Kann ja eigentlich nicht schaden. Warnung. Energielevel niedrig. So, okay. Nächste Rakete einsetzen, vielleicht. Schilde kritisch. Libelle installiert. Tja. Unsere Schilde dürfen nicht. Andere werden kommen und mich rächen. Ja,
kannst doch gerne aufgeben. So. Shift T oder Steuerung T? Ich weiß es auch nicht mehr. Steuerung T. Asteroid. Ich kann jetzt auch nicht. Pirat für das Königreich. Wer war das jetzt? War das jetzt die Nova? Ich glaube. Nein, das war. Doch, das ist die Nova. Hummel installiert. Ich feuere jetzt alles auf das Schiff, was wir an Raketen so haben. Oder auch nicht. Okay. Er gibt also nicht auf. Schade. Wir haben mal angebracht, denke ich. Wow. Schilde kritisch. Aurora. Nein, und unser Schiff ist wieder zerstört. Ja, diesmal sah es deutlich besser aus, finde ich. Also, ach, wisst ihr was? Wir probieren es einfach nochmal. Dafür ist ja, so ein Speicherstand auch da. Und warum nicht einfach mal ein bisschen was riskieren? Und wenn ihr keine Lust habt, euch das hier mehrfach anzuschauen, dann wartet einfach, bis ich die nächste Folge hochgeladen habe und seht mal, wie es ausgegangen ist. Ich glaube, das probieren wir jetzt einfach die ganze Zeit hindurch hier. Die Nova Pirat Nova. wähle ich jetzt an als erstes. So. Moskit, Libelle, Hummel installiert. Keine Ahnung, welche Rakete jetzt gerade wie gut wirkt und vor allem gegen was am besten wirkt. Die haben ja auch noch unterschiedliche Wirkungen. Die einen sind am besten gegen. Ziel ist Moskito. Wow. Das war super. Das war der Moskito oder die Moskito-Rakete ist direkt vor unserer Nase explodiert. Die habe ich abgefeuert und auf uns wurde geschossen. In dem Moment ist die explodiert. Ja gut, Moskito. Probieren wir dann gleich nochmal. Stocken. Und wieder mal das Nordtor suchen, in die Richtung fliegen. Und auf die Nova warten. Diese anvisieren. Pirat Nova. Moskito installiert. Libelle. Hummel installiert. So, dann jetzt aber mal. Die ist ein bisschen hinterher. Moment mal. Nein, die finden sich aber schnell wieder zusammen. Leider finden die sich schnell wieder zusammen. Moskito So. installiert. Hab ich jetzt mal auf die Nova Ziel gefeuert. ist nun Libelle installiert. Wow, die feuern ganz Für gewaltig. das Königreich. Schilde Schilde kritisch. kritisch, genau, und Doppelcomputererweiterung alles zerstört. kaputt. Ja, okay. Puh, ah, da geht irgendwie immer der Puls hoch, obwohl ich weiß, dass wir das hier eigentlich gar nicht schaffen können. Ganz komisch. Ich glaube, diesmal machen wir es wirklich mal anders und wir schaffen, wir versuchen es erstmal mit anderen Schiffen. Nova und was war das? Falke sind dann vielleicht doch zu stark, wenn wir die auf einmal angreifen. Fliegen wir mal Richtung Osten. In der Hoffnung, dass wir da auf ein paar einfachere Piratenschiffe treffen. Spricht ja auch nichts dagegen, durch das Osttor zu fliegen. Guck da an, da oben war gerade ein Piratenschiff. Dem könnten wir hinterher fliegen, denke ich mal. Gen Osten. Und schauen, was sich da hinter dem Tor verbirgt. Vielleicht
Vielleicht auch mal da einem. Gefahr. Eintritt in Oh. die Atmosphäre. Ja, doch, das hatten wir schon mal. Der Sektor dürfte nicht unbekannt sein. Erreiche System. Brennans Triumph. Genau, Brennans Triumph. Da oben ist eine einzelne Pirat Buster. Pirat Buster. Die schnappen wir uns. Oha, die ist doch nicht mal so einzeln. Okay, Bussarde. Gibt's da oben? Probieren wir es. Probieren wir es einfach mal. Huch. Was mit dem nächsten Ziel? Pirat, Bussard, Angreifer. Okay, so, und immer schön seitlich fliegen. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Und Feuer frei. Ich nun mache einen kurzen Prozess mit dir. Ja. Nein! Doch. Raumschmiede, M, Alpha. Pirat, Bussard. Gebe Gas, fliege seitlich und diese Pirouetten hier, Ziel diese ist nun in Feuerreichweite. Drehungen mache ich dabei. Asteroid. Asteroid. Ja, es funktioniert hier nicht so ganz mit der Pirat, Steuerung. Dein Tod wird mir Profit bringen. Ich glaube, ich habe beim Nachschauen der Kontrollen habe ich einen Fehler gemacht. So mache ich keinen Profit. Das Schiff gehört Ihnen. Gut. Ich glaube, ich habe da versehentlich. Manche Leute können es einfach nicht lassen. Los geht's. Ich habe da versehentlich die Steuerung Pirat, geändert. Bussard, Angreifer. Na, gibt er auf? Macht er nicht. Ja gut. Nein! Doch. So, also ein Schiff haben wir hier direkt neben uns. Nee, nicht den Astronauten. Da ist irgendwo ein Schiff. Die Basta. Da ist sie. Basta. Da fliegen wir mal ran und übernehmen die dann. Müssen wir gleich mal sehen, ob das geht aus der, wenn wir direkt daneben stehen, oder ob wir da wirklich erstmal das Schiff übernehmen, also ob wir da aussteigen müssen, um das Schiff zu übernehmen. Geht das jetzt oder geht das nicht? Okay, dann müssen wir aussteigen, oder? Basta. Kommunikation, markiere, okay. Müssen wir hier raus. Schiff anwählen. Basta. Ziel übernehmen. Steuerung transferiert. Fliege mal in die Richtung. Komischerweise habe ich hier keinen Reparaturstrahl. Den sollte man eigentlich haben. In X3, dachte ich eigentlich. Aber den gibt es nicht. Oh nein, jetzt habe ich irgendwas gedrückt, das hier volle Beschleunigung angeschaltet hat. Na super, wieder alles hin. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt haben wir gerade ein Schiff erobert und durch einen dummen Steuerungsfehler sind wir gestorben. So, einmal noch Richtung, Richtung Osten. Richtung Osten da hinten. Und dann, ja, probieren wir das noch einmal. Da hinten die Piraten. Vielleicht kriegen wir die jetzt auch mal abgefangen. Piraten, die da Richtung Osttor fliegen. Die haben wir beim letzten Mal verpasst. Aber vielleicht kommen die auch gar nicht. Offenbar kommen die gar nicht. Gehen wir einfach selbst jetzt einfach durchs Osttor und schauen mal, ob wir da Piraten direkt hinterm Tor finden. Erreiche System Brennans Triumph. Hm.
Harrier, Falke und Nova. Das ist irgendwie ein bisschen zu viel. So, wir fliegen mal Richtung Norden. Da oben sind die kaputten Schiffe. Moment mal, das hintere, kriegen wir das alleine? Pirat Bussard wohl kaum. So, und sind die schon auf dem Weg zu uns? Nein, sind sie nicht. Ah, irgendwie doch. Irgendwie folgen die uns alle. Und, ach du Schande, hier sind überall Asteroiden. Oha. Überall Asteroiden. Gar nicht gut. Pirat, Bussard. Ist das Sonden? Ein Falke, ein einzelner Falke. Ja gut, fliegen wir zum Bussard und irgendwie kommen aber alle Piratenschiffe näher. Kann das sein? Jo, das kann sehr gut sein. Fliegen wir in Richtung Sektor Mitte. Versuchen unten das einzelne Schiff. Ja, da oben kommt schon wieder so viel auf einmal. Das Schiff. Pirat, Falke. Das soll unser Ziel sein. So, den versuchen wir noch abzufangen. Der soll unser Ziel sein, der Falke. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Und wenn wir den nicht kriegen, war's das. Fürs Erste. Für das Königreich. Ja. Das hat ganz gut gesessen. Warnung. Energielevel niedrig. Er verlässt sein Schiff nicht. Schade, wir können mal anrufen. Ich habe nicht die Absicht. Ich würde lieber sterben, als zu kapitulieren. Na gut, dann. Lange halte ich nicht mehr durch. Meine Schilde brechen gleich zusammen. Ja. Och Mann, jetzt haben wir den Falken und haben den auch zerstört. Hornisse. Nee, das ist nicht das, was ich mir gedacht habe, mir erhofft habe. Und wir haben natürlich wieder den allerwertesten Vollpiraten. Na, super. Pirat, Harry, Schilde, kritisch. Nein. Es ist doch nicht wahr. Das ist wieder diese Schildzerstörungswaffe, die die Schilde angreift. Ich probiere mal alles hier an Manövern, was möglich ist. Boosterweiterung zerstört. Ach, das ist doch nicht wahr. Nun gut, dann, ja. Beenden wir das Spiel im Spielbildschirm. Eine Runde nichts erreicht, eine Folge nichts erreicht. Naja gut, wir haben an Erfahrung gewonnen und gemerkt, dass die Schiffe wirklich, also zumindest der direkte Split-Sektor hier oder der Piratensektor hier vor Splits Feuer und Brennans Triumph, dass die beiden Sektoren einfach nicht der richtige Ort für eine Argon Buster sind. Na gut, dann beim nächsten Mal probieren wir dann was anderes aus. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!